Die Meinungsfreiheit in der Türkei ist nach dem Putschversuch nahezu abgeschafft. Die kleinen Spielräume, die noch bestehen, werden nicht genutzt aus Angst vor Konsequenzen. Über 130 Medienhäuser, darunter 29 Buchverlage, darunter sogar Kinderbuchverlage, sind geschlossen worden. Die Verleger sind zum Teil enteignet worden. Mehrere weitere Medienhäuser stehen unter staatlicher Aufsicht. Mit der von Präsident Erdogan so bezeichneten Säuberung des Landes ist eine Hexenjagd auf Autoren, Journalisten, Verleger und deren Familien entstanden, weil sie gewagt haben, ihre Meinung zu sagen. Die Freiheit des Wortes ist ein Menschenrecht. Sie ist Grundlage einer freien, demokratischen Gesellschaft. Und die Autoren, Journalisten, Verleger, Buchhändler leisten mit ihrer Arbeit einen wesentlichen Beitrag dazu, dass eine Gesellschaft in Freiheit gelingt. Als Buchbranche treten wir entschieden für die Meinungsfreiheit an. Die Meinungsfreiheit ist für uns nicht verhandelbar und sie ist auch nicht Nützlichkeitserwägungen zu unterziehen, auch wenn es um die Lösung von Flüchtlingsproblemen geht oder gar militärische Interessen in der Türkei. Mit dieser Online-Petition wollen wir der Meinungsfreiheit Geltung verschaffen. Jetzt ist Ihre Stimme gefragt. Wir brauchen Ihre Stimme. Jetzt ist Haltung gefragt. Sagen Sie mit uns gemeinsam Nein zu einer Politik, die zuschaut, aber nicht handelt. Ich danke Ihnen im Namen des Börsenvereins, des PEN Deutschland und Reporter ohne Grenzen.